Sind Sie gesund? Schwierige Frage. Ne? Also die eigentliche Frage ist ja, was ist Gesundheit überhaupt? Wenn man das Menschen fragt, dann antworten sie in aller Regel, naja, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Ich bin dann gesund, wenn ich nicht krank bin. Die Weltgesundheitsorganisation, die geht sogar noch weiter, die sagt tatsächlich, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit, sondern ein Zustand kompletten sozialen, körperlichen und mentalen Wohlbefindens. Meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Nach der Definition ist wahrscheinlich keiner von uns gesund, höchstens für solche Sekundenbruchteile wie die beiden da. Und dann landet man kurz danach wieder auf dem harten Boden der Tatsachen. Ich denke, dass es zu den großen, dass es viele der Probleme, die wir hierzulande mit dem Gesundheitssystem haben, dass die damit zu tun haben, dass dieser verkrustete und falsche Gesundheitsbegriff noch in der Welt ist. Und dass wir alle immer versuchen, einen Zustand zu erreichen, den wir so eigentlich nie erreichen können. Ich will Ihnen heute einen anderen Gesundheitsbegriff nahebringen. Und dieser Gesundheitsbegriff, diese neue Definition von Gesundheit, die können Sie am besten verstehen, indem ich Sie vorher in diese Wissenschaft der Epigenetik einführe, weil die tatsächlich uns das Handwerkzeug dafür gibt, diesen neuen Gesundheitsbegriff zu verstehen. Die Epigenetik ist eine junge Wissenschaft und sie beantwortet uns ganz, ganz essentielle Fragen. Zum Beispiel, wie werden wir, was wir sind? Oder was prägt uns eigentlich? Und eben auch diese Frage, was ist eigentlich Gesundheit? Was ist das? Ja, und bevor ich Sie in diese Welt der Epigenetik einführen, möchte ich Ihnen diese Dame vorstellen. Das ist Jeanne Calment. Jeanne Calment ist Weltrekordhalterin, und zwar ist sie der Mensch, der am längsten gelebt hat von allen Menschen. Sie ist 122 Jahre, 5 Monate und 14 Tage alt geworden. Jeanne Calment war unendlich gesund. Jeanne Calment war so gesund, sie hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Ja, sollte uns zu denken geben. Also machen Sie ihr das nicht nach, bitte, ne? Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber irgendwoher hatte sie eine unfassbare Widerstandsfähigkeit. Und die Wissenschaftler haben sich natürlich gefragt, wo kommt es her, dass manche Menschen, Helmut Schmidt ist auch ein Beispiel, so unglaublich widerstandsfähig sind und so unglaublich alt werden können und dabei so lange fit bleiben. Und natürlich haben sie in den Genen gesucht. Sie haben die Methusalem-Gene gesucht. Und also sprich, geschaut, gibt es im Text der Gene, den wir von unseren Eltern, von unseren Großeltern geerbt haben, irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen, die so uralt werden. Und man weiß heute, in den Genen, im Text der Gene, ist unsere Lebenserwartung nur zu 20-25% verborgen. Das ist sehr wenig, weil das heißt umgekehrt, dass 75-80% unserer Gesundheit, unserer Lebenserwartung nicht in den Genen versteckt sind. Wo sind sie dann? Hier kommen wir natürlich zu den berühmten Lebensstilfaktoren, zu der gesunden Lebensweise, die in irgendeiner Form mit dem Erbgut, das sie geerbt haben, interagieren und daraus resultiert dann der Mensch, der sie sind, wie sie sind. Das hat viel damit zu tun, wie viel sie sich entspannen, was sie ernähren, wovon sie sich ernähren, wie viel sie sich bewegen, wie viel sie schlafen und diese Dinge. Das wissen sie alles. Wie sah das bei Jeanne Calment aus? Jeanne Calment hatte ein ziemlich entspanntes Leben. Sie hat früh einen reichen Mann geheiratet. Der ist dann auch noch in jungen Jahren gestorben. Und das war aus ihrer Warte natürlich relativ mit den jungen Jahren. Sie hat, glaube ich, auch alle ihre Enkel überlebt. Also aus ihrer Warte war das halt sehr jung. Ja, und sie hat immer relativ wenig wohl gegessen und sich viel bewegt. Sie ist zumindest zeitlebens sehr schlank geblieben. Also das weiß man schon mal von ihr. Aber dann kommt in den letzten Jahren etwas dazu, wenn man sich Menschen wie Frau Calment anschaut. Und das ist, dass man nicht nur auf den Lebensstil dieser Menschen selbst schaut, sondern dass man auch schaut, wie war denn der Lebensstil ihrer Vorfahren? Wir wissen heute, dass sich der Lebensstil unserer Eltern und vielleicht sogar unserer Großeltern auf uns überträgt, dass er uns prägt, dass er nicht unsere Gene verändert, aber die Art, wie unsere Gene reguliert werden. Und dass das mit beeinflusst, wie gesund wir sind, wie alt wir werden, wie gut wir drauf sind, wie hoch unsere Erkrankungsrisiken sind. In jeder ihrer 30 Billionen Zellen sind 2 Meter DNA-Faden. Und auf diesen 2 Meter DNA-Faden sind 23.000 Gene. Und jede ihrer Zelle arbeitet permanent. Sie ist im Stoffwechsel aktiv, das heißt, sie liest Gene ab, übersetzt diese Codes in Proteine, macht daraus Botenstoffe, Hormone oder sie wächst und so weiter. Das ist die eigentliche Aufgabe der Gene.
dass sie die Arbeitstiere unserer Zellen sind. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, wie groß die Euphorie war damals im Jahr 2001, als Bill Clinton vor die Weltöffentlichkeit getreten ist und zusammen mit den beteiligten Genetikern erzählt hat, dass man eine Grobfassung des ersten menschlichen Gencodes gelesen hat. Das Buch des Lebens, hat er gesagt, aufgeschlagen. Die Euphorie war so groß, er hat vor der Öffentlichkeit der ganzen Welt mit Tony Blair, dem damaligen britischen Ministerpräsidenten, telefoniert und hat ihm gratuliert zur Geburt seiner Tochter, die ist tags zuvor geboren worden. Und Bill Clinton hat zu Tony Blair gesagt, ich gratuliere dir, die Lebenserwartung deiner Tochter, die steigt in diesem Moment, wo wir das Buch des Lebens lesen lernen, um 25 Jahre. Man dachte damals, man könnte praktisch jede Krankheit besiegen, wenn man nur erstmal verstanden hat, was diese Gene eigentlich machen. Es dauerte gar nicht so lange, dann sagte Craig Venter, einer der Forscher, es war im Rückblick so naiv, dass es fast schon peinlich ist. Denn man hat völlig übersehen, dass die Gene nicht alles sind. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass der Text der Gene zwischen Schimpansen und Menschen zu 98,7% gleich ist. Also den Damen unter Ihnen verrate ich jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Ihre Partner, ihre Männer sind genetisch gesehen, rein genetisch gesehen, einem Schimpansenmenschen Männchen ähnlicher als Ihnen. Es funktioniert natürlich auch umgekehrt, muss man ehrlicherweise sagen. Und es funktioniert auch nur, wenn Sie die Geschlechtschromosomen mit reinnehmen, was eigentlich nicht ganz fair ist. Das Entscheidende an der Rechnung ist aber, Ihr Mann ist natürlich kein Schimpanse, das wissen Sie besser als ich. Und es muss also noch mehr geben, als nur den Text der Gene, das Ihren Mann zu dem macht, der vor Ihnen steht. Und wenn Sie sich jetzt den genetischen Text als Ganzes angucken, dann ist die nächste Ernüchterung, nur 1,5% von diesen 3,3 Milliarden Nukleotidbuchstaben, die auf der DNA sind, nur 1,5% davon kodieren tatsächlich für Proteine, sind also im klassischen Sinn Gene. Der Rest, dachte man damals, ist Junk-DNA, Müll-DNA, überflüssiger Mist. Heute weiß man, das stimmt nicht. Heute hat man das erforscht und man weiß, dass der Großteil von dieser angeblichen Müll-DNA dafür da ist, diese 1,5%, wo die Gene sind, zu regulieren, zu bestimmen, zu entscheiden, wann, zu welcher Zeit, in welchem Umfeld, unter welchem Einfluss, welches Gen wie gut abgelesen werden kann oder nicht. Und das hat ganz, ganz viel mit Epigenetik zu tun. Und deshalb hat zum Beispiel das Time Magazine in einer großen Titelgeschichte 2010 geschrieben, das Zeitalter der Epigenetik hat begonnen. Die Geschichte hieß, Why your DNA isn't your destiny, warum in ihrer DNA nicht ihr Schicksal steht. Die Zelle hat Dimmer. Sie hat Dimmer in sich drin. Diese Dimmer, die kann sie ganz fein rauf und runter justieren und sie kann damit beeinflussen, wie dicht die Gene verpackt sind und wie gut sie abgelesen werden können. Und das ist eine unglaubliche Information. Die Zelle hat also sowas wie Schalter, DNA-Methylierung und sowas wie Dimmer, den Histon-Code, der diese Histoneiweiße verstellt. Und mit diesem Werkzeugkasten kann die Natur unglaubliche Sachen machen. Ganz triviale Geschichte, Sie alle haben 300 verschiedene Zelltypen. Es gibt Leberzellen, Hautzellen, Nervenzellen und so weiter. Genetisch sind die alle völlig identisch. Sie unterscheiden sich aber epigenetisch. Die Entwicklung aus einer Stammzelle heraus zu einem bestimmten Zelltyp, die wird epigenetisch gesteuert, indem eben diese Schalter und Dimmer umgeändert werden. Die Zellen werden sozusagen programmiert ins Leberzellenprogramm, ins Hautzellenprogramm, ins Nierenzellenprogramm und so weiter. Das heißt, epigenetische Schalter und Dimmer entscheiden, welche Gene aktivierbar sind, welche sie überhaupt benutzen kann, die Zelle. Von der Definition her kann man sagen, es sind erworbene Umweltanpassungen, weil auch das Signal, wer hat eine Leberzelle, wer hat eine Hautzelle, ist auf der Ebene der Zelle ein Umweltsignal. Das kommt von irgendwo anders aus dem Körper, also eine erworbene Umweltanpassung, die nicht im DNA-Code gespeichert ist. Auch hier wieder etwas, haben wir alle mal anders gelernt, sowas gibt es gar nicht, dachte man früher, aber sehr wohl. Das Erbgut kann Informationen speichern und die speichert es nicht nur im DNA-Code. Und diese Informationen verleihen der Zelle ihre Identität. Und sie machen noch viel mehr, weil Umweltsignale kann natürlich auch sowas sein wie, was esse ich, wie viel Stress habe ich, wie viel bewege ich mich, schlafe ich genug. Das sind auch Umweltsignale, die beeinflussen den Stoffwechsel im Körper. Sie wirken bis in die Zellen hinein und verstellen Schalter und Dimmer, epigenetische Strukturen an und neben den Genen. Ja, und, das macht es natürlich besonders spannend, anders als der Text der Gene,
der darauf ja ausgerichtet ist, möglichst nicht verändert zu werden, immer starr zu bleiben, Schicksal zu sein, anders als der sind epigenetische Strukturen potenziell reversibel. Sie sind ja gerade dazu da, uns zu helfen, uns an die Umwelt anzupassen. Das heißt, in dem Moment, wo Sie aktiv etwas verändern, wo Sie aktiv entscheiden, ab heute nehme ich nur noch die Treppe statt des Fahrstuhls oder ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit anstatt des Autos. In dem Moment, in dem Sie solche Entscheidungen treffen, in dem Moment schalten Sie hier etwas um. Und in dem Moment programmieren Sie sich selber um. Sie passen sich sozusagen an eine andere Umwelt an. Sie haben diese Umwelt ja selber im Griff. Für Ihre Zellen ist es Umwelt, ob Sie Fahrrad fahren oder Auto fahren. Aber Sie haben das im Griff. Und darüber arbeiten Sie an Ihrer Gesundheit. Sie können das jeden Tag tun, Sie müssen das aber nicht jeden Tag tun. Sie müssen es auch gar nicht tun, aber Sie haben es selber in der Hand. Ja, das Spannende ist, man kann diese Prozesse tatsächlich inzwischen beobachten, man kann sie messen. Sie können sich Epigenome angucken, Epigenomanalysen machen. Und hier sehen Sie zum Beispiel das gesamte Erbgut in der Mitte eines Neugeborenen, dann kommt ein 26-Jähriger und ganz außen ein 103-jähriger Mensch. Und Sie sehen, je dunkelblauer es ist, desto mehr von diesen Methylgruppen sind da dran. Und was Sie sofort sehen ist, das Epigenom verändert sich systematisch im Laufe des Lebens. Hier schlagen sich die Lebenserfahrungen wieder. Und es werden auch die Prozesse des Alterns gesteuert, epigenetisch. Davon ist man inzwischen sehr überzeugt. Und deshalb kann man inzwischen, Steve Horvath ist ein Forscher, der hat einen Algorithmus gefunden, wo man das biologische Alter, nicht das kalendarische Alter, das biologische Alter, auf plus minus 3,6 Jahre genau messen kann. Vergessen Sie die Telomeren, die sind viel, viel ungenauer. Das hier ist sozusagen die Zukunft und es gibt tatsächlich inzwischen auch schon einen käuflichen Test von der Firma Cerascreen, der angeblich auf plus minus 2,5 Jahre genau ist. Ich habe den machen lassen, ich bin angeblich 5 Jahre jünger biologisch, als ich nach Kalender bin, also meinen 50. Geburtstag kann ich noch feiern, obwohl ich ihn schon vor 4 Jahren gefeiert habe. Kann ich ihn nochmal feiern. Ja, das ist natürlich ganz spannend. Und das wird auch die Zukunft sein. Sie werden in Zukunft immer mehr mit diesen Dingen konfrontiert werden. Und man muss natürlich fragen, will ich sowas immer alles so genau wissen? Aber man wird solche Fragen in Zukunft wissenschaftlich beantworten können. Inwieweit haben Umwelteinflüsse, Lebensstilfaktoren einen Einfluss darauf, wie schnell ich alter zum Beispiel, wie meine Lebenserwartung sein wird, wie gesund ich letztlich bin. Rudolf Jenisch, der berühmte Stammzellforscher, der in Boston lebt, ist deutschstämmig, der hat dann auch gesagt, das Epigenom, also die Gesamtheit der epigenetischen Schalter in Ihren Zellen, ist die Sprache, in der das Genom, also der Text Ihrer Gene, permanent mit der Umwelt kommuniziert. Sie können sich das so vorstellen, dass diese Gene immer wieder interpretiert werden, dass diese Gene viele Möglichkeiten bereithalten und je nachdem, wie sie leben, holen die Zellen daraus unterschiedliche Programme raus. Permanent wirken Umweltfaktoren auf sie ein, allein schon das Klima wirkt, natürlich auch wie viel sie schlafen, ob sie rauchen oder nicht, all diese Dinge wirken ein und beeinflussen ihre Epigenetik. Sie wirken bis in das tiefste Innere ihrer Zellen hinein. Und dann können Sie sich zum Beispiel Menschen angucken, wie sie darauf reagieren, wie diese Spuren des Lebens sich epigenetisch bemerkbar machen. Und das wurde sehr gut untersucht bei Paaren von eineigen Zwillingen, bei denen ein Zwilling krank geworden ist und einer gesund geblieben ist. Hier hat eine Dame einen Altersdiabetes, die andere nicht. Hier hat eine einen Brustkrebs, die andere nicht. Kein familiärer Brustkrebs, das ist klar, also kein streng genetischer Brustkrebs, sondern ein normaler Brustkrebs. Und dann haben die Wissenschaftler tatsächlich festgestellt, genetisch sind die tatsächlich fast identisch. Es sind wirklich eineiige Zwillinge. Aber epigenetisch unterscheiden sie sich dramatisch teilweise und sie unterscheiden sich auch gerade in der Regulation solcher Gene, von denen man weiß, dass ihre Aktivität das Risiko für die Krankheiten beeinflusst. Und das ist ein ganz neuer Blick auf Krankheit. Früher im genomischen Zeitalter hat man nur geguckt, was für Genvarianten habe ich geerbt. Beeinflussen diese Genvarianten das Risiko, eine Krankheit zu bekommen. Heute schaut man bei zumindest solchen komplexen Krankheiten, also dieses Denken mit dem Risiko funktioniert nur bei Krankheiten, die von 1, 2, 3, 4 Genen gesteuert werden. Die sind aber sehr selten und meistens sehr gefährlich.
Wenn wir über Gesundheit reden, über Persönlichkeit, über Langlebigkeit, dann reden wir von Volkskrankheiten, von Alterskrankheiten, von komplexen Krankheiten, von psychischen Erkrankungen. Und die sind alle hochkomplex. Sie sind das Produkt aus Erbe und Umwelt und sogar aus meiner Vergangenheit, sprich wie ich in meiner Kindheit geprägt worden bin. Und das können Sie hier messen. Sie können zum Beispiel sehen, dass die eineiigen Zwillinge, je älter sie werden, desto unterschiedlicher werden sie epigenetisch. Und je unterschiedlicher ihre Lebensverhältnisse sind, desto unterschiedlicher sind die Epigenome auch. Also Sie können dieses Substrat, Sie haben das Substrat, das biologische Substrat gefunden, wie die Umwelt, unser Lebensstil, unsere Lebensbedingungen uns prägen. Moshe Sif, ein ganz bekannter Epigenetiker, der hat mal gesagt, dass wenn die Umwelt tatsächlich eine Rolle bei der Veränderung unserer Epigenome spielt, dann können wir eine Brücke schlagen zwischen biologischen und sozialen Prozessen. Und das ändert unsere Sicht des Lebens total. Und das ist wirklich so. Wir haben heute einen völlig anderen Blick auf das Leben, weil wir nicht mehr trennen müssen zwischen Soziologie und Biologie, zwischen Psychologie und Medizin. Wir müssen nicht mehr trennen, weil wir beobachten das Substrat, wo diese Dinge gemeinsam wirken. Wir haben eine völlig andere Art, das Leben zu verfolgen. Und ich will Ihnen das jetzt an ein paar Studien zeigen. Es ist alles noch sehr teuer, deshalb sind diese einzelnen Studien nicht sehr aussagekräftig, weil es sind wenige Menschen, die untersucht worden sind. Aber es ist faszinierend, weil es zeigt, wir sind dabei, oder die Wissenschaftler sind dabei, ich selber forsche ja nicht, die Wissenschaftler sind dabei, dieses Gespräch aus Erbe und Umwelt direkt zu belauschen, wirklich das Mikrofon dran zu halten und zuzuhören. In dieser Studie zum Beispiel, da haben Probanden fünf Monate lang, fünfmal die Woche nur ein Bein trainiert. Dieses Bein ist hier hinten das rechte, ist mit einer Stange, mit einem Ergometer verbunden. Und die hat wirklich 5 Monate lang nur mit diesem Bein geradelt und mit dem anderen nicht. Und dann haben die Epigenetiker verglichen. Stanzprobe, Muskulatur, rechtes Bein, linkes Bein, trainiertes Bein, untrainiertes Bein. Und was denken Sie, wie viele Gene, man hat 23.000, wie viele Gene sind epigenetisch anders reguliert geworden, vor und nach dem Training, beziehungsweise zwischen untrainierten und trainierten Beinen. Meinen Sie, das waren 4 oder es waren 40? Wer meint, es waren 400 oder denken Sie, es waren 4000 Gene? Was denken Sie? Ist auch nicht so wichtig. Entscheidend sind, es waren tatsächlich 4076 Gene in dieser Studie. Also ein riesiger Teil des Epigenoms wurde anders reguliert. Die Zellen arbeiten in völlig anderen Programmen und Sie können auch mit viel Rechenpower nachrechnen. Und dann sehen Sie, es sind letztlich ganze Netzwerke von Genen betroffen, wo die bestimmen, dass die Muskelzelle andere Eigenschaften hat. Genau das, was Sie tun, wenn Sie trainieren als Sportler. Das können Sie hier messen. Es ist nicht das eine Jan-Ulrich-Gen, was rauf und runter geregelt wird, weil Sie plötzlich viel mehr Fahrrad fahren. Nein, es sind Netzwerke von 1000, 2000 Genen, wo einzelne Gene hoch, andere runter reguliert werden und die Zelle ihre Fähigkeit zum Beispiel verändert, Energie zu speichern, Energie abzugeben, die Dicke der Muskelfaser sich verändert und all diese Sachen. Und das können Sie, wie gesagt, alles inzwischen rechnen, messen und ausrechnen. Sie dürfen aber nicht denken, dass Epigenome ganz dauerhaft sich nur verändern und ganz langsam. Das Epigenom ist ständig im Wandel. Sie können einen Stresstest mit Menschen machen und schon 10 Minuten später messen Sie im Blut dieser Menschen epigenetische Veränderungen. Und Sie messen sie nicht irgendwo, sondern am Gen für den Oxytocin-Rezeptor. Dass, wenn das im Hirn auch passieren würde, würde das die Persönlichkeit dieses Menschen verändern. Er würde seine Bindungsfähigkeit verändern. Wenn Sie noch eine Stunde später nachgucken, dann sehen Sie, es ist alles wieder normal geworden, es hat sich normalisiert. Das heißt, Sie müssen sich diese Ebene der Epigenetik tatsächlich so vorstellen wie etwas, was sich ständig auch wandelt, was ständig reagiert auf alles, was Sie tun. Und erst wenn ein Signal immer wiederkehrt oder wenn es besonders gravierend ist, erst dann frieren sich diese epigenetischen Strukturen sozusagen ein und die Zellen verändern sich dauerhaft. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm, mal ein bisschen Stress zu haben. Im Gegenteil, das hat ja wahrscheinlich positive Auswirkungen. Vor allem, wenn Sie dann lernen, dass Sie den Stress gut überwunden haben, dann macht es Sie sogar widerstandsfähiger. Aber wenn Sie toxischen Dauerstress haben oder wenn Sie als Kind heftig traumatisiert worden sind oder wenn Sie auch später im Leben heftig traumatisiert werden, dann hat das natürlich unter Umständen auch negative Folgen. Und dann kann man ja irgendwas tun. Es sind ja epigenetische Strukturen, die sich umprogrammiert haben. Man kann sie ja auch theoretisch wieder zurückstellen. Und das macht man zum Beispiel durch Psychotherapie.
Und auch das kann man jetzt messen. Ganz neue Studien, die zeigen, dass man den Erfolg von Psychotherapie messen kann. Das hat Frau Domschke gemacht. Sie ist Verhaltenstherapeutin. Sie arbeitet schon lange mit Patientinnen und Patienten, die Angststörungen haben. Und sie weiß, die Verhaltenstherapie ist bei vielen der Patienten effektiv. Das Problem, das sie früher hatte, sie konnte das nicht nachweisen. Und das kann sie inzwischen, dank Epigenetik. Sie braucht nur an einem einzigen Gen, das ist dann sozusagen ein Kontrollgen, die Therapie verändert bestimmt die Regulation wieder von ein paar tausend Genen, aber sie interessiert sich nur für das eine, weil sie will ja nur messen, war die Therapie erfolgreich oder nicht. Und dann sieht sie vor der Therapie, dieses Gen, MAOA-Gen, das ist stark methyliert. Und nur bei den Patientinnen, die geheilt werden, bei denen die Therapie anschlägt, bei denen wird die Methylierung weggenommen und dieses Gen ist vom epigenetischen Status her wie bei gesunden Menschen. Also die Menschen sind vielleicht einfach geheilt. Ja, Rudolf Jenisch nochmal, der sagt deshalb auch, das Jahrzehnt der Genetik ist schon lange vorbei. Wir befinden uns jetzt mitten im Jahrzehnt der Epigenetik. Und 99% der Epigenetiker beschäftigen sich mit diesen Methylgruppen, Acetylierungen und all diesem Zeugs, was uns gar nicht interessiert. Uns interessieren im Grunde die Botschaften, die da aus dieser superspannenden, wichtigen Wissenschaft resultieren. Und die sind eigentlich ganz simpel. Die sind, wir sollten vielleicht doch ein bisschen mehr auf ausgewogene Ernährung achten oder mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Wir sollten entspannen, wir sollten ausreichend schlafen und, das will ich Ihnen im nächsten Teil des Vortrags zeigen, wir sollten da vor allem auch bei unseren Kindern drauf achten. Weil die sind noch in einer Zeit, wo die Organe sich auswachsen, wo die Organe reifen. Und in der Zeit, wo die Organe reifen, sind sie besonders empfänglich für Umweltsignale, weil sie brauchen die Umweltsignale, um überhaupt sich zu entwickeln. Und deshalb ist in dieser Phase ist natürlich auch unheimlich wichtig, ob von außen Traumatisierungen kommen oder ob eine gute Eltern-Kind-Bindung besteht, ob die Eltern Zeit haben, genug Geld haben oder was weiß ich, um sich um ihre Kinder liebevoll zu kümmern und all diese Sachen. Was wir jetzt machen ist, wenn wir eben jemand haben oder auch Ärzte sind oder Sie Menschen beraten, die zum Beispiel einen Altersdiabetes haben, Sie vergessen oft, dass die wichtigsten Weichenstellungen, ob jemand mit 60, 70 Jahren Diabetes bekommen hat, vielleicht schon in der Zeit um die Geburt gefallen sind. Und wichtig, sicherlich auch Erfahrungen bis zur Pubertät waren. Und natürlich immer noch zählt, was die Menschen im Hier und Jetzt tun. Wir achten aber vor allem auf das, was sie im Hier und Jetzt tun. Darauf haben wir natürlich auch Zugriff. Und wenn wir das aber verstanden haben, das Modell selbst, dann ist auch völlig klar, dass jemand, der epigenetisch aus der frühen Kindheit anders geprägt ist als andere Menschen, dass für den vielleicht die Berge zwischen den Tälern sehr, sehr viel höher sind als andere. Das heißt, wir dürfen nicht herabblicken auf Übergewichtige und sagen, Mensch, reiß dich doch mal zusammen, iss doch einfach mal weniger oder ernähr dich doch einfach mal gesünder oder was. Das kann ich doch auch. Das ist die falsche Sicht. Es sind zwar keine Gene in aller Regel, die sozusagen schicksalhaft geerbt sind, die völlig unveränderlich sind, das ist kein Schicksal, aber es ist für die einen Menschen auch viel, viel, viel schwieriger als für die anderen. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten und wir müssen da eine Perspektive drauf haben. Und es ist viel, viel wichtiger, im Alltag etwas zu verändern und auch nur kleine Sachen zu verändern am Lebensstil, die ich wirklich auf Dauer beibehalten kann, ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang beibehalten kann. Immer in der Mittagspause 10 Minuten spazieren gehen zum Beispiel. Irgendwas, jeder, was ihm Spaß macht, was einen wirklich umprogrammiert. Und nicht 2 Wochen Wellnessurlaub machen, irgendwo, wo es nur vegane Ernährung gibt und ganz wenig und es mir richtig gut gehen lassen. Und dann nehme ich halt 3 Kilo ab in den 2 Wochen, dann komme ich zurück in meinen Alltag und alles ist anders. Und dann kommt der Jojo-Effekt und noch viel mehr und dann schlägt die Prägung aus der Kindheit zu. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Das ist etwas, was man eben bedenkt oder was man sofort begriffen hat, wenn man die Entwicklungsperspektive mitnimmt, dass wir uns eben Stück für Stück im Alltag verändern müssen. Früher hat man gedacht, Gesundheit beginnt, wenn ich geboren werde. Man hat gesagt, deine Merkmale sind angeboren und meinte damit die genetischen Merkmale, was natürlich Quatsch ist, weil die Umwelt wirkt ja schon 9 Monate vorher. Heute würde man wahrscheinlich sagen, die Programmierung der Gene beginnt mit dem Zeitpunkt der Empfängnis. Und ich sage Ihnen jetzt, das ist falsch. Experten, Mediziner, ist in Lancet publiziert, die fordern inzwischen präkonzeptionelle Gesundheit, präkonzeptionelle Prävention.
Das heißt, wir müssen uns mit der Gesundheit unserer Kinder schon lange bevor sie überhaupt gezeugt werden, beschäftigen. Letztlich machen sie sowas Ähnliches. Wenn eine Frau zu ihnen kommt, die sich vegan ernährt und sagt, ich möchte ein Kind bekommen, ist aber noch nicht schwanger. Und sie sagen, ja, da müssen wir aber unbedingt ihren Blutspiegel messen, ob sie genug Vitamin B12 im Blut haben. Und wenn nicht, müssen wir das substituieren. Dann machen sie genau das. Sie machen präkonzeptionelle Gesundheit. Weil mit Folsäure macht man das ja auch. Und der Hintergedanke dabei ist tatsächlich, dass Informationen, die im Kreislauf überall zirkulieren, in den Zellen die Gesundheit schon prägen, bevor wir überhaupt gezeugt werden. Und jetzt geht es noch weiter, sage ich Ihnen. Wir hatten eben das Magen-Bypass-Beispiel der adipösen Mutter. Und ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, die Väter sind nicht entlassen, was das Thema angeht. Sie können auch Magen-Bypass bei adipösen Männern machen, natürlich, die gibt es ja auch. Und dann messen Sie in der Epigenetik der Spermien Unterschiede. Die Epigenetik der Spermien verändert sich bei Männern, je nachdem, wie viel sie essen, wie viel Stress sie haben, ob sie rauchen oder nicht. Das heißt, perinatale Programmierung betrifft nicht nur die Mutter, es betrifft auch nicht nur die Familie in der Zeit nach der Geburt, sondern es betrifft auch die werdenden Väter in der Zeit, bevor sie überhaupt ihre Kinder zeugen. Ich rede aber trotzdem ungern von Verantwortung. Ich sage immer, es geht doch darum, dass wir sehen, wir haben Chancen, wir haben Möglichkeiten, wir müssen uns motivieren lassen, wir können etwas tun. Es sind nicht irgendwelche Gene, die uns bestimmen, die uns wie Diktatoren ein Schicksal aufzwängen, sondern wir können etwas tun. Und das ist auch so eine Rückmeldung, die ich immer wieder kriege. Das ist unfassbare Motivation für die Menschen, dass sie wirklich motiviert sind, was zu verändern. Vielleicht können Sie sowas auch in Ihrer Arbeit als Krankenkasse an die Menschen weitergeben, dieses positive Gefühl dabei. Ja, wie sieht es denn aus mit Frau Calmont, wenn wir uns das jetzt wieder angucken? Was sind denn tatsächlich die Faktoren, von denen man weiß, dass sie unsere Lebenserwartung beeinflussen? Und da ist der erste, der wichtigste Faktor von allen, ist trivial das Alter. Je älter Sie sind, desto geringer ist Ihre Lebenserwartung. Ist logisch. Das andere ist das Geschlecht. Frauen leben länger als Männer, weiß man auch. Erbkrankheiten, ganz wichtiger Faktor, habe ich heute nicht drüber gesprochen, weil es ging um Gesundheit. Und Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krankheit. Und Menschen mit einer Erbkrankheit, die werden vielleicht krank sein, aber die brauchen ganz viel Gesundheit, damit sie mit dieser Erbkrankheit gut leben können. Also Erbkrankheiten sind selten, betreffen wenige Gene, kann man eigentlich mit Epigenetik wenig dran tun, aber man kann natürlich mit einer gesunden Lebensführung für die Menschen das Leben optimal gestalten und vielleicht auch ihre Lebenserwartung beeinflussen. Zigarettenkonsum, keine Frage, auch wenn Jean Calment ein schlechtes Beispiel ist, ist einer der heftigsten Faktoren, genauso wie Übergewicht sind die heftigsten Faktoren, die uns schneller altern lassen. Und dann gibt es etwas, das wird immer vergessen, sozialer Wohlstand, sozialer Status. In Glasgow, das sagte mal Steve Jones, ein berühmter Genetiker aus London, in Glasgow, die Menschen haben eine um 28 Jahre verringerte Lebenserwartung, wenn sie in den ärmsten Vierteln von Glasgow leben, verglichen mit den Menschen, die in den reichsten Vierteln von Glasgow leben. Das, auf Deutschland sind die Zahlen 9 bis 11 Jahre für Gesamtdeutschland, je nachdem, welche Studie sie nehmen, welches Geschlecht sie nehmen. Auch da, die ärmsten Deutschen leben 9 bis 11 Jahre weniger als die reichsten Deutschen. Also da könnte man natürlich auch was verändern. Was Steve Jones damit vor allem aber sagen will, ist, wir sollten endlich aufhören, ändern zu wollen, wie wir sind. Wir sind, wie wir sind. Wir können daran nichts ändern. Das sind unsere Gene und wir können nicht immer gegen diese Gene anrennen. Die können wir nicht verändern. Wenn man eine monogene Erbkrankheit hat, kann man vielleicht mit Gentechnik versuchen, was zu tun. Das macht auch Sinn. Aber für, sage ich mal, gewöhnliche Menschen ist das nicht der Weg. Der Weg ist, dass wir endlich damit beginnen sollen, zu verändern, wie wir leben. Da gibt es Schalter, da gibt es Dimmer. Und wenn wir verändern, wie wir leben, dann verändern wir uns. Und wir verändern sogar unsere Zukunft. Und wir verändern vielleicht sogar unsere Kinder und Enkel. Das sind die Möglichkeiten, die wir in der Hand haben. Und daran, das müsste man auch noch viel, viel besser erforschen.
Ich hoffe also, dass ich Ihnen nahebringen konnte, wie dieser Blick auf die Genregulationsforschung, wie der unser Verständnis von Gesundheit ändert. Dass eben Gesundheit ein generationenüberschreitender Prozess ist. Ein Prozess ist, der nicht Halt macht, wenn ich sterbe, sondern der weitergeht bei meinen Kindern und Enkeln. Und dass meine Gesundheit vielleicht schon von meinen Großeltern, in der Kindheit meiner Großeltern begonnen hat. Und Gesundheit ist ganz bestimmt nicht das Gegenteil von Krankheit. Krankheiten können zufällig auftreten, aber Gesundheit ist niemals zufällig. Gesundheit ist ein Prozess, der beeinflusst, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie krank werden oder nicht. Es kann trotzdem sein, dass Sie jederzeit eine schlimme Krankheit bekommen, rein zufällig. Und dann sind Sie auch nicht schuld oder so, sondern ist es einfach passiert, shit happens. Aber Sie haben trotzdem in der Hand, durch das, was Sie tagtäglich tun, zu beeinflussen, wie wahrscheinlich dieses Ereignis ist, wie langsam oder schnell sie altern und all diese Sachen. Und hier kommen wir zu der Definition, die ich Ihnen versprochen habe, zu der neuen Definition von Gesundheit. Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Das hat Georges Canguilhem schon 1943 so formuliert. Nur solange wir die Fähigkeit haben, uns Herausforderungen zu stellen, Herausforderungen zu suchen und an diese Herausforderungen anzupassen, dann sind wir gesund. Das ist unsere Gesundheit, dass wir dazu in der Lage sind. Und dabei helfen uns permanent die epigenetischen Strukturen in unseren Zellen, die unsere Zellen sozusagen umprogrammieren und ihnen helfen, sich anzupassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.